sind beim Biolandhof Pröbstle in Scheer. Das ist im Landkreis Sigmaringen. Und wir lernen heute die Anna und ihre Familie kennen. Die Anna macht nämlich mit ihren Geschwistern zusammen hier den Hof und ihre Eltern sind auch noch dabei. Wenn man der Natur die Zeit lässt, dann richtet sie sich das auch ein. Ja, aber ich muss jetzt einfach so sagen, ich bin froh, dass wir diese ganze Zeit so durchgestanden haben, dass wir nicht aufgeben haben. Und ich habe auch nie gedacht, dass die Kinder so wieder zurückkommen. Und wir möchten das Lebenswerk unserer Eltern weiterführen, in die nächste Generation bringen, um die Werte, die sie aufgebaut haben und schon bewahrt haben, dass es auch die nächste Generation, also mir und hoffentlich auch unsere Kinder, dann weiterführt. Das Gute ist auch, dass in einer Familie jeder seine Stärken einbringen kann. Wir sind jetzt drei Geschwister, die alle was anderes gelernt haben. Also ich habe eigentlich politische Kunstgeschichte studiert. Nach meinem Abitur habe ich Maschinenbau studiert. Ich bin gelernter Landmaschinenmechaniker. Und schon während dem Studium habe ich die Sehnsucht nach dem Landleben und nach der Landwirtschaft schon gespürt und habe deswegen neben dem Studium eine Ausbildung zum Landwirt auch gemacht. Ich bin aber auch gelernte Landwirtin. Wenn ich nicht hier auf dem Hof arbeite, dann bin ich voll berufstätig als Mechaniker. Der Lorenz, der kann wirklich echt alles reparieren. Und guck, das läuft. Guck, das läuft. Ja, genau. Wir sind ein sehr extensiver Grünlandbetrieb mit artenreichen Beständen. Die Wiesen mähen wir zweimal im Jahr und machen daraus eigentlich Heu und Ömt. Das ist der zweite Schnitt. Heu und schmackhaftes Heu ist einfach so die Grundlage für unsere Tiere, die dann die Heuballen vor allem über die Wintermonate fressen dürfen. Und der Festmist ist dann eigentlich die wichtige Grundlage dann wieder, um den Dünger wieder auszubringen auf unsere Felder und so der Kreislauf dann auch wieder schließt, dass wir im nächsten Jahr und die Jahre darauf einfach wieder einen gewissen Ertrag haben.